Das erklärt aber immer noch nicht, wo dieser scheiß Koffer ist. Kriege ich die Tür hier auf? Okay, dann müssen wir hier ins Net, schätzungsweise Execution Time. Arasaka, was haben wir denn noch? Edition Night City, Autofixer, deine Insel. Mann, ich will den scheiß Koffer haben. Wieso wurde mir das vorhin nicht angezeigt? Flathead, Modell MT0D12. Militech-Logo. Sehen wir uns das gute Stück mal an. Mach auf. Ich spiele so gerne mit neuer Technik. Das ist wahre Tech-Poesie. Echt geiles Stück Chrom. Fühlt sich an wie Weihnachten. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Hab alles. Bord und Steuerung. Lass uns gehen. Je schneller, desto besser. Jetzt lassen Sie verschwinden. Ich will nicht nach Frischluft. Ich quere den Wartungstunnel. So. 5 Attributspunkte, 5 Vorteilspunkte. Was wir hier mal ausbauen, ist, denke ich, die technische Fähigkeit. Was haben wir da? Kriegssucht. 5% sofortiges Aufladen für Gesundheitsitems und Granaten nach Neutralisieren eines Gegners. Okay. Fahrzeugkampf. Plus 33% Gesundheit für deine Fahrzeuge. Am Fahrzeug angebrachte Waffen erhalten 25% mehr Schaden. Okay. Coolness, was ist denn das? Straßenkampf. Ermöglicht es dir, Sandevistan zu benutzen. Was auch immer das ist. Um beim Fahren die Zeit zu verlangsamen. Ach so. Ermöglicht die Benutzung von Kerensikov beim gleichzeitigen Zielen und Ziehen der Handbremse. Plus 26% Waffenschaden, wenn dein Fahrzeug driftet oder sich in der Luft befindet. Ach du Schande. Okay. Auf Katzenpfoten.
Beim Ducken plus 15 Bewegungstempo plus 15 Chance auf Schadensminimierung oder Minderung. Schadensminderung verleiht eine gewisse Chance erlittenen Schaden, um die Höhe der Schadensminderung zu verringern. Das ist vielleicht nicht verkehrt. So, was haben wir da noch? Effekte Deckung. 20% Chance auf Schadensminderung, wenn du aus der Deckung heraus zielst. Wenn du dich duckst und dich nicht bewegst. Okay. Toter Winkel. Beim Ducken. Je höher deine Chance auf Schadensminderung, desto länger brauchen Gegner, um dich zu entdecken. Was haben wir hier? Killerinstinkt. 25% Schaden mit Messern, Äxten und schallgedämpften Feuerwaffen außerhalb des Kampfes. Außerdem wird dir eine Vorschau auf den vermutlichen Schaden angezeigt. Ach. Na gut, ist die Frage, ob ich das brauche. Was haben wir noch zur Verfügung? Auge am Himmel. Hebt automatisch Zugangspunkte und Kameras in der Nähe hervor. Wenn sie über Kameras hochgeladen werden, gilt für Statuskontrolle und Stealth Quick Hacks sowie den Ablenkungsmanöver Quick Hack minus 1 Speicherkosten und plus 50% Dauer. Das nehmen wir mit. Keine Frage. Warnung: Explosionsgefahr. Okay. 40% mehr Explosionsschaden, 80% zusätzlicher Explosionsschaden bei Gegnern, die von einem Quick Hack betroffen sind. Ich sollte ins Bett gehen. Verringert die Länge der erforderlichen Sequenz zum Hacken von Zugangspunkten um 1. Kann nicht kürzer als 2 Zeichen werden, aber ja. Nicht genügend Vorteilspunkte. Optimierung plus 35% Speicherregeneration. Okay. Car-Hacking. Schaltet Fahrzeug-Quick-Hacks frei, sodass du aus der Entfernung die Kontrolle übernehmen, Alarmanlagen auslösen oder sogar Fahrzeuge in die Luft jagen kannst. Das klingt cool. Die Verfügbarkeit einzelner Quick Hacks hängt von der Kategorie deines installierten Cyberdecks ab. Na gut. Attributspunkte. Belohnungen für Fertigkeitsfortschritt. Na schön. Zum Lernen halten. Konstitution bestimmt deine körperliche Kraft und dein Durchhaltevermögen. Ein höherer Wert verbessert dein Können mit Schrotflinten, leichten Maschinengewehren und stumpfen Waffen. Außerdem ermöglicht deine Konstitution es dir, manche Türen gewaltsam zu öffnen, Geschütztürme abzureißen, einschüchternde oder Solo-Dialog-Optionen auszuwählen. Okay. Reflexe. Reflexe bestimmen deine Beweglichkeit und deine Fähigkeit, gegnerische Angriffen auszuweichen. Ein höherer Wert. Oh Mann. Ein höherer Wert verbessert dein Können mit Sturmgewehren, Maschinenpistolen und Klingenwaffen und erlaubt dir den Einsatz von fortgeschrittenen Manövern. Außerdem schalten Reflexe schlagartige, aufmerksame Anmerkungen in Dialogen frei. Schlagfertige. Okay. Technische Fähigkeit bestimmt deine Expertise als Techie.
Ein höherer Wert verbessert dein Können mit Sprengstoff und Tech-Waffen und macht dich mit hochwertiger Cyberware kompatibel. Außerdem ermöglicht technische Fähigkeit es dir, manche Schlösser zu öffnen, Geräte zu überschreiben und dein technisches Wissen in Dialogen zu zeigen. Intelligenz bestimmt deine Netrunner-Fähigkeiten. Ein höherer Wert verbessert dein Können mit Smartwaffen und erlaubt es dir, dein volles Potenzial als Netrunner auszuschöpfen. Außerdem kannst du mit Intelligenz auf lokale Subnets zugreifen, sowie dein Wissen über das Netz in Dialogen zeigen. Nee, so nicht. Machen wir so. Was? Ruhele Feo, das Fleisch? Ach, ich schmeck's förmlich. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Gibt's keinen anderen Weg? Da nehmen wir noch einen Splitter mit. Fünf Nachrichten, Marketingproblem, Porno Beauty. Forever Young, ewige Jugend. Bist du über 50 oder 60, vielleicht sogar schon über 70, aber willst trotzdem so gut aussehen wie mit 20? Ein Hydrodynamics am Tag verlangsamt das Altern, sodass du 20 Jahre jünger aussehen kannst. Ja, ja, bla bla bla. Brauchst du Schutz? Schalte das Fließband ein. Gut, gut, gut. Was haben wir da? Oh, ein Glück, es bewegt sich. Los! Gut.
jetzt kaputt? Los, los, los! Mich so verbinden, Cabrones! Ich bin eigentlich das Party! Schon, ich hatte doch da gerade was mit erwischt. Mit Kette sprengen. Yeah.
keine Chance! Oben war doch auch einer, dachte ich. Der liegt da doch. Also, raus hier. Was haben wir da? Zünder. Der Zünder ist scharf. So. Mann. Verdammt, wer schießt da auf mich? Woher?
dir ins Schwanzgesicht! Manometer. Jackie ist da. Blutende Hurensohn! Fick dich doch selber ins Knie, du Arsch. Gut, gut, die machen es einem echt manchmal nicht ganz leicht. Aber gut, was soll's. Was ist das für ein scheiß Gestürme hier? Ja, 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 ja
Jackie. Hab ich dich, du Penner. Oh. Den hat's mal ordentlich zerlegt. So. Fehlt auch was, aber gut. Yeah.
Okay, jetzt ist mir aber... Uah, shit, hurra. Jetzt ist mir aber auf jeden Fall klar, was das damals für ein Kampf war und worum es da ging. Lass uns verschwinden! Tech-Waffen, panzerbrechend. Tech-Waffen ermöglichen es dir, besonders durchschlagskräftige Schüsse aufzuladen, die Deckung durchdringen und die Gegner dahinter treffen können. Okay. Du hast zu viel dabei. Mal wieder. Gut, gut, gut. Also, Inventar, Rucksack. Waffen. Sortierung nach. Gewicht. Steht's Gewicht 11. Leichtes Maschinengewehr. Rotflinte. Rotflinten zerlegen wir mal. Sturmgewehr.
Diese Teile überall rumfliegen. Hinter dem Tor. Da können wir reden. Das ist die Militech-Puta. Dachtest wohl, du siehst mich nie wieder, was? Kleine Ratte. Wir wollen nicht noch mehr Ärger. Ja, das glaube ich wirklich gerne. Ja. Vielleicht. Aber du musst erst lernen, dich an Befehle zu halten. Weiß nicht. Ist nicht immer möglich. Und war noch nie meine Stärke. Dann arbeitest du daran und machst es möglich. Beim nächsten Mal. Oh, ich habe über dein Angebot nachgedacht. Über die Sicherheit meiner Konvois. Wir sind nicht interessiert. Sichert das Areal. Gut. Zeit, dass wir abhauen, Kardinal. Oh Mann. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Danke, Jack. Verlässlich wie immer. Dito, wie? Aber was ist los mit dir? Alles okay? Ja, will nur klarstellen. Du weißt schon, wir sind ein gutes Team. Mir gefällt, wie wir arbeiten. Mir auch, wie. Mir auch. Hey, sag Dex, dass wir sein Spielzeug geholt haben. Und dann lass uns ins Afterlife. Paar Shots trinken. Hey, luego, wie. Okay. Oh, da meldet er sich schon. Wie sieht's aus, Mr. V? Ab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Wie haben Sie ab? Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Also hast du den Flathead mit Konzerngeld bezahlt? Nein. Dachte mir, dass ich die Eddies selbst gebrauchen kann. Hab mir nur den Bot geschnappt. Einfach so? Nicht einfach so. Mit ein bisschen Gewalt. Du hast echt Eier, Mr. V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Gut. Okay. Wieder Attributspunkte, Vorteilspunkte, Level 8 erreicht. Was will ich mehr? Passt wunderbar. Wir haben einen neuen Job. Wir treffen uns im Afterlife. Und so prügeln wir uns da halt ein bisschen durch. Beat on the bread. Besser spät als nie. Bezahle deine Schulden. Kann ich das? Nein, kann ich noch nicht. Binde und neutralisiere Cyberpsychos, das dauert auch noch ein bisschen, bis wir da die Gelegenheit dazu haben, und mach dir einen Namen in Night City. Begib dich zum Afterlife. So. Okay, das mit dem Afterlife machen wir ein bisschen später. Die Punkte verteilen wir auch ein andermal. Ich habe jetzt hier 2 Stunden gezockt, ohne dass ich damit gerechnet habe, dass ich da so lange unterwegs bin. Aber ja,
Hat Spaß gemacht. War eine gute Sache. Mir tut allerdings auf dem Stuhl hier jetzt der Hintern weh. Es ist 12:45, es wird Zeit, dass ich im Bett verschwinde. So, Leute. Lasst euch überraschen, was dann in der nächsten Runde kommt bei Cyberpunk 2077. Es ist und bleibt eine spannende Sache. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal durch. Aber mit der Erweiterung lohnt sich's, nochmal von vorne anzufangen. Das ist die Runde, die ich euch hier präsentieren will. Und von daher hoffe ich natürlich, ihr habt viel Spaß mit dabei. Ich bin gerade am Überlegen, da das Ganze über 2 Stunden jetzt hier läuft, werde ich das Video garantiert aufteilen in mehrere Happen. Mal sehen, wo ich da die Unterbrechungen mache. Wundert's euch also nicht. Aber ansonsten, ja, war das eine coole Runde hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe natürlich, dass ihr bei nächstbester Gelegenheit wieder dabei seid und ich wünsche euch erstmal eine gute Nacht. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's einfach besser und schaut wieder vorbei. Ich freue mich auf euch. Euer Captain. Servus!